Eisenach nach Europa allein für Ostdeutschland. Der Thüringer Robert Martin Montag ist der einzige Kandidat aus den neuen Ländern, der eine realistische Chance hat, ins nächste Europaparlament einzuziehen. Er ist kein Berufspolitiker, sondern arbeitet im Gesundheitswesen. Er weiß um die Skepsis seiner Landsleute gegenüber der EU. Wer Politik konkret denkt, wer eine konkrete Agenda hat, gewinnt auch Vertrauen in Politik zurück, wo es vielleicht in den letzten Jahren verloren gegangen ist, gerade im Osten. Und auch dafür will ich stehen und kämpfen mit euch. Die Agenda der FDP für Europa heißt weniger Bürokratie, weniger Subventionen für die Landwirtschaft, aber mehr Geld für Bildung und künstliche Intelligenz. Angestrebt wird eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Unwuchten im Sozialbereich sollen beseitigt werden. Wer aber in Deutschland nicht arbeitet, kann nicht ohne weiteres Kindergeld ins europäische Ausland überweisen als eine Art Geschäftsmodell. Für die Landesverbände in Sachsen und Thüringen war der Europaparteitag auch Startschuss für die Landtagswahlkämpfe im Herbst. In beiden Ländern kämpft die Partei um den Wiedereinzug in die Landesparlamente. Sollte es gelingen, will man auch Regierungsverantwortung übernehmen. Gerade in dem breiten Thema Bildung, Vereinbarkeit zwischen ländlichen Räumen und städtischen Räumen, wenn wir mit vielen Bürgern ins Gespräch kommen und uns auch dafür begeistern, dass die Thüringer FDP da gute Lösungen hat. Wir wollen ein starkes Wahlergebnis in Sachsen haben von mindestens 8%, aber wir wollen eine Regierungsverantwortung übernehmen. Denn wir als Partei haben die Erfahrung, wie Regierung funktioniert. Sollte die FDP bei der Europawahl im Mai ihr Wahlziel 10% erreichen, hätte Robert Martin Montag mit Listenplatz 7 die Fahrkarte nach Brüssel gelöst.